Willkommen zu Let's Play, was ist was nochmal für ein Spiel? Ach so, Kingdom Come, nein Spaß. So weit kommt's noch, Medieval Dynasty. Wir möchten wieder gegen ein paar Tierchen fighten und müssen schauen, ob wir die Dame hier weiter, hättest du einmal einen Moment Zeit? Ja, zumindest sind wir jetzt wieder gleich. In ihrer Truhe hat sie noch genug. Brennholz ist auch da. Ich habe keine Teile mehr. Okay, da muss ich mal schnell noch einen Baum fällen. Na, guck mal hier. Langsam bahnt sich hier was an. Und was sich hier anbahnt, ist bald die Schaufel, die ich brauche. Craften wir hölzerne Speere. Alle 6. Schnarch. Was wir heute vorhaben, ist Füchse und Wildschwein jagen. Dabei am besten nicht zu sterben. Hölzerne Speer ausrüsten auf die 1. Die 1. Ausrüsten auf die 5. Ausrüsten auf die 6. Ausrüsten auf die 7. So, jetzt habe ich ein paar Speere. Selbst wenn sie kaputt gehen, kann uns das ziemlich egal sein. Wir möchten gerne in dieses Dorf. Da machen wir einen kleinen Umweg hier oben hin. Was haben wir für Nahrung dabei? Perfekt, absolut gar nichts. Wer hätte das gedacht? Nebenbei habe ich mir sagen lassen, dass es nichts bringt, das ganze Zeug hier reinzulegen. Das heißt, F-Transfer. Und dann essen wir das Fladenbrot. Und was wir noch machen, ist bei der Frau ein paar Beeren mitnehmen. Nicht viel. Ja, dann gehen wir mal in die Richtung des Dorfes. Ciao, Frau. Wir suchen wieder Wild. Was wir brauchen, ist Fuchs und Wildschwein. Und was ich noch sagen will, das werdet ihr nicht merken, weil ihr es natürlich nicht seht. Ich sitze auf einem anderen Stuhl und der ist fucking unbequem. Das heißt, sehr oft werde ich aufstehen und andere Sitzposes einnehmen. Wahrscheinlich, also der Grund deswegen ist eigentlich, der Grund, warum das so ist, ist wie folgt. Mein Alter ist quasi kaputt. Also wenn man sich zurücklehnt, da fliegt man dann einfach aufs Maul. Und darauf habe ich einfach keine Lust mehr gehabt. Hab mir so gesagt, ja, ich würde mal sagen, neuer Stuhl wäre nicht schlecht. Und das ist dann auch passiert. Ich habe den von meinem Opi bekommen, aber bei dem kann man sich nicht zurücklehnen. Das fand ich sehr störend. Beziehungsweise finde ich es immer noch störend, dass man sich hier nicht zurücklehnen kann. Ist halt ein reiner Bürostuhl. Und die Leute jetzt sagen, hier hast du halt einfach nur einen krummen Rücken, sag ich einfach, Leute, ihr könnt mich mal.
Und ja, ich habe einen krummen Rücken. Und habt ihr Probleme? Hoffentlich. Da ist ein Wolf, von denen habe ich noch Vietnam-Flashbacks. Der steht einfach so gechillt neben mir. Perfektos. Den Wolf kann ich absolut nicht gebrauchen. Füchschen, lass dich anpieksen. Oh, tut mir leid. Noch ein Fuchs und ein Wildschwein. Ja, das ist sehr fein. Da ist ein Wildschwein. Geil, jetzt brauche ich nur noch einen Fuchs. Da ist noch ein Wildschwein, aber das interessiert mich nicht. Wo ist ein Fuchs? Es tut mir leid, aber ich brauche dich. Wie gesagt, also die Füchse, die hören sich auch immer noch sehr süß an und so. Aber das bringt mir in dem Spiel halt einfach nichts. So. Dann würde ich sagen, essen wir ein paar Beeren. Zum Anlass des Tages. Saufen uns faktisch voll. Und hier irgendwo gibt es eine Quest. Beziehungsweise, so eine Art von Quest. Lebensmittellager, keine Arbeiter. Braucht das Lebensmittellager einen Arbeiter? Bevölkerung 2. So, wo ist die? Am Ende des Dorfes quasi. Bist du das, Norbert? Du siehst richtig alt aus. Hier drüben irgendwo? Hier, du? Du da, Hubert? Ja, es ist echt im mittleren Haus drin. Na, Rauben, darauf habe ich keine Lust. Mathilde. Was hast du? Okay, du bist so eine Voltrussi. Aber zu dir muss ich doch, oder? Ja, oder es gibt noch dahinter irgendwas. Boah, ey, so geht's los.
Warte auf weitere Ereignisse. Liefer. Mathilda. Leder. Die da will Leder. Kann ich Leder da kaufen? Ja, dann muss ich einmal hin und einmal zurück für das Leder. Das heißt, wieder hier zurück. Ja, an sich haben wir ja das meiste. Also wir finden, na, selbst wenn wir einen Fuchs finden, dafür gibt uns ja immer noch nur ein Leder. Ja, auf das Wildschwein. Da sind zwei, darauf habe ich gerade keine Lust. Tut mir leid. Ich bin beschäftigt. Schön, wie die Rehe um mich rumrennen. Und für die Überlebensexperten unter uns, es ist gut, wenn Rehe rumlaufen, weil dann sind hier weniger Wölfe. Ja, wenn mich ein Wolf einmal anfällt, bin ich tot. Also wir haben ja Kraut irgendwann mal gefunden, was mir ein bisschen mehr Leben bringt. Davon würde ich mehr. Ahornzweige. Guckt mal, von hier aus sieht man ein Häuschen von mir. Riesenschimmelpilz. Also ich mich frage, wie interessant sind für euch die Folgen? Ich meine, ein Tag, wir rennen jetzt einmal hin und einmal zurück und geben dort Leder ab. Aber das war's auch von der Folge. So, wir brauchen Leder. Nehmen wir alles mit, keine falsche Scheu. Toi, toi. Dafür bekomme ich 20 Zwiebelsamen. Muss nicht schlecht sein. Seitwärts werden mega angenehm, wenn wir schon hier sind. Oh, Schilf. Bisschen Stroh wieder mitnehmen. Wir wissen ja sogar, dass wir kein Stroh eingelagert haben, warum auch immer. Ich habe halt Angst, dass das Stroh im Winter weg sein wird. Dann möchte ich irgendwie dringend ein Haus bauen, dann funktioniert das nicht, weil Baum.
Größe. 100 Stück, die werde ich auch später einlagern. Ein paar da lassen und mich dann wundern, warum ich kein Stroh habe. Ich kenne mich doch. So ein halbes Experiment, ich drücke die Sprint-Taste und ab einem bestimmten Zeitpunkt sprintet der halt trotzdem weiter. Perfekt. Und nebenbei kann ich so noch aufs Handy schauen und merken, dass ich aufs Handy geschaut habe. Bis ich in ein Wildschwein reinrenne. Ne, jetzt bin ich zu nah am Dorf. Neuss. Guten Tag. Irgendein Haus in der Mitte. Was ist das denn? Das hier. Hallo, die Aufgabe wurde erfüllt, gute Dame. Hier ist ein Stück frisch abgezogenes Leder. Ein Stück, das sind vier. Das muss eine Menge Arbeit gewesen sein. Er ist ein sehr liebevoller Freund, nicht wahr? Ich möchte nur helfen. Der Trinkschlauf gehört Alvin, ein Bauern aus dem nahegelegenen Dorf östlich von hier. Oh, ich habe schon von ihm gehört. Meine Tochter Kinga erwähnt ihn. Ich glaube, sie ist in ihn vernarrt. Sie sollte besser für jemanden wie dich interessieren. Du bist sehr einfallsreich. Vielen Dank. Bitteschön, der Wasserschlauch ist wie neu. Klinger findest du in der Nähe der Farm, wo sie sich um die Schafe kümmert. Aber benimm dich. Das werde ich. Danke für deine Hilfe. Okay. In der Nähe der Schafe. Hallo. Ja, also, sich mit der zu vertragen, ist ja nicht schlecht. Die ist auch 18. Gut. Kann ich anzünden? So, wir gehen jetzt in die Richtung. Aber mehr in die. Da wir wissen, dass Wölfe in der Nähe der Stadt sind und ich außerhalb der Straße ungern auf Wölfe treffen würde. Okay, es hat gerade ausgesehen, als ob da Bären dran wachsen. Really? Die Folge geht zu Ende? Das kann jetzt wirklich nicht deren Ernst sein. Wo ist die Straße? Straße, Straße, Straße. Straße, Straße. So. Bin ich nicht der beste Bürgermeister? Immer auf Sprung. Immer schön auf Zack. Liefer bis Alvin einmal Alvin Trinkschlau. Das klingt ja sehr geil.
dumme Frage, ob es auf den Straßen hin und wieder auch mal Wölfe gibt. Irgendwo logisch, weil natürlich gibt es Wölfe auch auf den Straßen. Aber ist das hier auch so? Er sagte ja irgendwas bis zu zwei großen Wolfsrudeln. Ich glaube, meine ganzen Lager stelle ich, also das habe ich so geplant, in einer Reihe auf und quasi dort, wo mein Haus steht, dahinter stelle ich dann mein ganzes Dorf auf und dann kommt da noch eine Zinne drum, so dass wir quasi den Einbruch gewährleisten, die Einbruchssicherheit gewährleisten, dann halt auch Wölfe, weil wir wissen vom Jäger, dass in der Nähe Wölfe sind. Und ja. Aber irgendwie im Herbst sieht der ganze Pfad schon so ein bisschen waldig aus. Wachsen hier mehr Bäume nach? Das wäre cool irgendwo. Ja, irgendwo wäre das cool. Noch haben wir selber genügend Nahrung. Haben wir eigentlich Münzen? Ja, wir haben 900 Münzen. Das reicht vorerst. Für ein bisschen Nahrung für mich und die Frau dort. So. Guten Tag, Alvin. Alvin, ich habe. Du bist schmutzig. Das sind halt hart arbeitende Menschen. Ich wasche mich später, ja. Ich bin wieder zurück und habe getan, was du von mir erlangt hast. Bitte schön. Vielen Dank, das wird mir sehr helfen. Ich habe einige Zwiebelsamen, vielleicht hast du Verwendung dafür. Damit hattest du jetzt keine großen Probleme, oder? Schauen wir mal. In der Nähe hatte ich kein Leder, um den Trinkschlauch zu reparieren. Daher musste ich einige wilde Tiere jagen. Nichts Besonderes. Du kannst Werkzeuge erschaffen und selber jagen? Das ist erstaunlich. Frauen müssen dich anbeten. Ja, da wir gerade davon sprechen, sieht aus, als wärst du einer Hirtin aufgefallen, weißt du? Was meinst du damit? Ich spreche von der Tochter des Nähers. Gut gemacht. Erst Dorobia, jetzt sie. Komm schon, ich bezweifle das. Ich bin nur ein Farmer. Ich kenne Doromir, seit ich ein Kind bin. Wir sind zusammen aufgewachsen. Glaube nicht, ich hätte es gewusst, wenn da etwas im Busch wäre. Du hast wahrscheinlich recht. Schließlich hast du einen scharfen Verstand. Genau. Was dein Jagen angeht, wirklich beeindruckend. Hast du dir das selber beigebracht? Mein Vater gab mir etwas Wissen weiter und ich habe einmal unter seiner Aufsicht ein Kaninchen gejagt. Ich beneide dich, mein Vater hat mir nur beigebracht, auf den Feldern zu arbeiten. Denk dran, dass du letztendlich dein eigenes Schicksal bestimmst. Ja, das macht Sinn. Es ist Zeit für mich, bis auf dem nächsten Mal. Warte bis zum nächsten Tag. Das heißt, morgen kann ich sowieso hier sein. Gut. Und, es wird ein Abend. Das heißt, es wird Nacht. Wer hätte es gedacht? Habe ich noch ein paar Beeren? Ja. Ah. Oh. Ja, ich habe aus Versehen Fleisch gegessen. Fleisch. Fleisch kann ich verkaufen. Das mache ich alles morgen. Können ja mal ein bisschen das Inventar sortieren. Immer noch in die Kommentare, wenn ihr findet, dass der Ton zu leise ist. Im Desktop sollte er halb so laut sein wie meine Stimme. Deshalb kann ich jetzt gerade nicht sagen, ob das laut oder leise ist. Ich fand auch beim einmal drüber hören das eigentlich laut genug, aber YouTube macht dann manchmal ein bisschen leiser, manche Audio-Files und es ist irgendwie ein bisschen komisch bei mir. Verstehen tue ich es nicht. So, die Hasenfalle. Oh. Hallo.
So. Ah. So. Guten Morgen. Ich klaue wieder ein paar deiner Beeren. Für den nächsten Tag Brennholz hast du noch genug? So, was habe ich denn hier? Ah, ich habe ja hier drin sogar noch was. Ja, nicht so viel, aber so. Dann möchte ich gerne einmal einen Großteil des Strohs hier lassen. Die Zwiebelsamen. Das Leder. Die Federn. Der Pelz. Das Fleisch verstaue ich erstmal da drin. Der Zustand der Bären geht runter und dies vom Fladenbrot. Wir nehmen 2 Fladenbrote mit. Ja. Und was wir jetzt an dem Tag noch machen, ist ein paar Bäume fällen. Weil ich ein paar Rundhölzer für mein Inventar haben will. Ja, 25 Sekunden. Brennholz hat sie da. Ah, ich brauche diese Schaufel. Wie craftet man eine Schaufel? Es heißt ja... Holz, Lebensmittellager, Technologie. Die Schaufel für das Ressourcenlager. Gebäude, ja. F, Gebäude auswählen. Ja, ich habe doch hier einen Plan für eine Schaufel. Brennholz, Fackel, Stein. Weitere. Zäune, Möbel, Fallen, Belichtungsstraße, Fallen, Lagerfeuer, Zäune, Möbel. Ich kann keine... Warum nicht? Holzschuppen. Das hier ist doch ein Lebensmittellager. Brauche ich danach noch einen Holzschuppen? Ja gut, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüdelü.